Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon. Bitte? Ja, viele von euch mögen es vielleicht nicht mehr für möglich gehalten haben, aber ich bin wieder zurück. Einige von euch haben ja vielleicht mitbekommen, du musst mir helfen, durch andere Videos oder auch durch Twitter, dass ich auf Dienstreise war, lange Zeit und ehrlich gesagt auch schon wieder ein Weilchen zurück bin. Aber du musst mir helfen. Es ist nun mal nicht mehr so leicht. Ich werde dazu auch nochmal ein Video veröffentlichen in den nächsten Tagen. Es ist im Moment nicht mehr so leicht für mich aufzunehmen. Aber ich kann euch, ja, ich würde sagen, ich kann euch versprechen, du musst mir helfen, dass ich ab heute, also ab dieser Episode, wieder regelmäßigen Content auf meinem Kanal anbieten werde. Und was genau das sein wird, das werde ich euch demnächst noch genauer erklären, dann in einem Video. Wir reden erstmal mit Doc, der ja in der letzten Episode schon genervt hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Du hast das Leben gerettet. Hör mich an und vielleicht rettest du noch eins. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Was nehmen wir denn dort? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ja, ich werde es schon versuchen. Warum schickst du keinen Krieger auf die Suche? Nach allem, was der Stamm durchgemacht hat, sind kaum noch Krieger übrig. Bitte, finde sie. Ja, ja. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Mach ich, du alter Bauchredner. Okay. Questmenü. Okay. Wo? Okay, da müssen wir hin. Begib dich zu Bronze Lager. Das ist aber nicht die Quest, oder? Nebenquest? Stufe 25. Eine alte Rüstung liegt in der Ruine der alten. Sehen aber außer Reichweite. Und Stufe 4. Krass. Finde Arana, begib dich zu Broms Lager. Genau, den hier möchte ich eigentlich gerne haben. Ah, das ist ja gar nicht so weit. Ah, okay, das waren die Quests. Genau, ich muss mich erstmal noch ein bisschen reinfinden, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Aber ich kann direkt mal die erste Neuigkeit raushauen. Und zwar habe ich beschlossen, da ich vielleicht nicht mehr dazu kommen werde, täglich Horizon zu Let's Playen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, aber... Oh, wie... Genau, jetzt ging das. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, täglich neuen Content zu geben, euch zu liefern. Aber, wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Dafür werden die Folgen auf jeden Fall jetzt länger. Also... Das Spiel ist ja wirklich sehr umfangreich. Ich versuche es jetzt wirklich. Das muss Arana sein. Geht hier nicht, oder? Sie steckt in der Klemme. Arana steckt in der Klemme? Wie steige ich denn ab? Du, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Absteigen! Wie steige ich ab? Ah, okay. Hilfe! Du, hilf mir doch jemand! Ich sitze hier fest! Ah, komm schon. Ich mache euch eh fertig. Die haben ja Schiss vor mir. Keiner greift mich an. Was ist da los? Haha. Okay, keine Munition mehr. Wie ging das nochmal? Oh oh, jetzt kommt der. Ich habe keine Munition. Oh, der schießt auf mich. Wie kann ich nochmal Munition craften? So war das, so ging das nicht.
Munition. Genau, hier ging das doch irgendwie. Herstellen. Oh Gott. Ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Sorry dafür. Munition herstellen. Das ging hier. Genau. Nehmen wir 20 Pfeile, ja. 20 normale. Haha. Tot. Okay, Arana, wo bist du? Das hier nochmal mit dem Sand. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Ja, kein Problem. Das war doch ein einfaches für mich. Schauen wir erstmal, was die Maschinen hier haben. Damit ich alles looten. Kann ich kurz mit dir sprechen? Reden? Ja, ich bin gleich für dich da. Ich will erst noch schauen, was hier noch an Loot rumliegt. Wir nehmen natürlich alles mit, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ja, ich. Du darfst dich gerne bei mir bedanken. So, danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Definitiv, aber ich werde ihn suchen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ha. Geil. Das hat sie ja spät sehr früh gesagt, dass der Vater da halb am Sterben ist und... Naja. Okay, das nehmen wir alles. Wächterlinse, oh. Könnte ich doch gut gebrauchen. So, dafür besteigen. So, und weiter geht's. Wo muss ich hin? Muss ich das jetzt hier suchen? Hm, ging die Quest nicht weiter? Nebenquest. Genau, folge Aranas Spuren. Finde den Plünderer, der den Speer hat. Untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Ah, okay. Dann muss ich hier das Gebiet mit meinem Fokus untersuchen, wie es aussieht. Wie ging das nochmal? Spur markieren. Ah, da hinten. Das Lichtbild ist echt klasse. Oh, echte Tierchen. Ach so, was ich euch auch noch sagen wollte. Es ist noch nicht so weit. Oh, guck mal, hier war doch gerade so ein Schatten, oder? Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Okay, der ist da oben lang gegangen. Wie gehe ich da nochmal in die Hocke? Ging das denn noch gleich? Noch nicht? War das mein Nahkampf? Ah, ja, okay. Okay, das scheint sowas wie ein Säbelzahntiger zu sein. So, was ich sagen wollte, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Noch ist es nicht soweit. Ich kann auch nicht genau sagen, wann es soweit sein wird. Die ist vorbestellt, aber ich habe mir eine PlayStation Pro vorbestellt und da werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, sobald ich die bekommen habe. Dass wir das Ganze hier in 4K genießen können, wobei ich glaube ich nicht in 4K aufnehmen kann, leider. Weil meine Capture Card nur Full HD kann und ich glaube, das wird mir dann nicht viel bringen, das mit dem 4K.
Das werde ich wahrscheinlich nur für mich sehen können, aber trotzdem. Dass Kriegsherrin Sona die Mörder von der Erprobung verfolgt hat. Vielleicht sollte ich versuchen, sie zu finden. Man hat ja auch ein paar mehr Optionen. Bin die Maschinentoller Aranas Schwert zurück. Man hat ja auch ein paar mehr... Drücke R1, wenn sich dein Zielmarker über Spuren befindet, um sie zu markieren. Okay, die Spuren bleiben sichtbar. Ja, hab ich doch. Was leuchtet da zwischendurch so grün? Was muss ich jetzt hier tun? Bin zu blöd dafür. Wir gehen die Spuren doch weiter. Leute, sorry dafür, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen brauche, um hier ins Spiel reinzufinden. Weil ich war vielleicht vorher auch schon zu dumm, aber... Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Im Moment komme ich mir echt doch ziemlich blöd vor. Naja, was ich sagen wollte, es gibt ja ein paar grafische Features, die die PlayStation Pro dann hat. Auch wenn man nicht in 4K spielt. Und vor allen Dingen auch 60 FPS statt 30 FPS dann teilweise. Und... ich hoffe, dass ich das dann auch an euch weiter transportieren kann. Bessere, hoffentlich bessere Spielgefühl. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Und ich bin auch echt im Überlegen momentan, mir dann doch das VR-Headset zu holen von der PlayStation. Es ist halt doch im Vergleich zu HTC Vive und den Konkurrenten, Oculus Rift, wie sie alle heißen, doch relativ günstig. Mit 400 Euro, wenn man die PlayStation Pro dann auch schon hat. Ich meine, okay, man braucht nicht unbedingt eine PlayStation Pro, um in VR spielen zu können. Blaues Item, sehr schön. Durchsuchen, ja. Genau. Stufe 8 erreicht, sehr schön. Ah, ich liebe Loot. Ich liebe Loot, Leute. Schauen wir mal. An dem Lagerfeuer bin ich scheinbar schon gewesen. Das brennt schon. Okay, da oben geht es weiter. Ich habe übrigens gehört, dass das Spiel erst storytechnisch so nach einem Drittel der Spielzeit so, richtig Fahrt aufnimmt. Jetzt hole ich mir den Speer. Also so ungefähr nach 10 Stunden. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich das Spiel in 30, vielleicht 40 Stunden durchgespielt haben werde. Okay. Wir müssen scheinbar dieses Vieh besiegen, was dort... Oh Gott, hier sind ja ganz viele. Kann ich dich scannen? Okay. Mal auf die Energiezelle oben. Noch rafft er gar nichts. Jetzt hat er es gerafft. Wow. Okay, er folgt mir. Oh Gott, er trifft mich. Das Schwein, obwohl ich ausgewichen bin. Scheiße, wie weiche ich denn nochmal aus? Ah, hier. Okay, die Ausweichrolle, mein bester Freund. Hey, wo rennst du hin? Ich bin hier. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihm den Todesstoß geben, wenn er nicht so blöd im Gebüsch liegen würde. Oh, da kommt der zweite. Verdammt. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht. Wieder um euren Kram. Ha, die haben mich nicht gesehen, die Schweine. Sehr schön. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ich weiß jetzt, ich muss mir gerade überlegen, ob ich die da oben auch töten soll. Das gibt wertvolle Erfahrung für mich. Ich brauche auf jeden Fall neue Heilpflanzen, die muss ich mal unterwegs einsammeln.
Ja, ja, lass sie suchen. Wir werden schon noch genug Gegner finden, mit denen wir unser Können unter Beweis stellen können. Boah, aber ich muss echt wieder ins Spiel reinfinden. Also diese ganzen, die ganze Tastaturbelegung und so, die ist nicht mehr so intuitiv, wie ich es in Erinnerung habe. Ohne das Spiel jetzt schlecht machen zu müssen, das ist einfach meine Unfähigkeit. Wie immer. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das mit dem Überladen und so genau ging. Das heißt, genau ging. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. So, wie stelle ich denn jetzt nochmal genau ein paar davon her? Brandpfeile kann ich theoretisch auch direkt herstellen. Die kann man bestimmt auch immer gut gebrauchen. Oh, wie habe ich denn... Wie macht man denn nochmal Nahkampf? Ich weiß es echt nicht mehr. Muss ich dafür eine andere Waffe auswählen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer bist du? Oh Gott, rette uns. Oh Gott, du bist ein Psycho. Okay. Fock hat es scheinbar nach Mutters Wiege geschafft, so wie es aussieht. Ach, wartet mal, ich konnte das Pferd doch auch irgendwie rufen. Mein Begleiter. Wie ging das denn nochmal? Dang it! Wie ging das? Das ging doch irgendwie. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Okay, jetzt ist mein Controller abgeschmiert. Moment mal, Leute. Okay. Controller geht wieder. Ich find's nicht raus, wie... Ich find's nicht raus. Wollte ich das Pferdchen denn nochmal rufen? Es gab irgendeine Taste dafür. Das muss ich irgendwie nach der Episode nochmal... Das nehme ich für unterwegs irgendwie mit. Googeln oder so. Scheinbar bin ich echt zu blöd dafür. Mutter sei Dank, Aloy ist zurück. Ach, ihr seid doch nicht wieder im Lager. So weit wart ihr weg? So weit bin ich gelaufen eben? Mein Gott, kam mir gar nicht so weit vor. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Ja, so bin Überall ich. Überall beweinen die Nora ihre verlorenen Kinder. Beinahe ich auch. Dank dir aber nicht, Aloy. Und tausend Dank auch für den Speer. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Sie hätte dich gemocht. Ganz sicher. Ja, sie hätte sich gewünscht, dass ich ihre Tochter bin. Und nicht so ein Nichtsnutz wie du. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Okay, die Quest haben wir. Rede mit Maria in Mutterkrone. Warum? Wer ist Maria? Woher haben wir jetzt diese Quest? Ist das schon eine, die wir hatten? Ja, das ist die Hauptquest. Okay. Okay, wir haben hier noch ein paar. Der Vergessene begibt dich zu Broms Lager. Dafür muss ich aber echt rausfinden, wie ich mein Reittierchen hole, denn das ist echt weit weg. Also Broms Lager ist da ganz unten. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig Bock drauf hinzureiten. Was war denn das jetzt hier? Gibt es hier irgendwie eine Legende oder so, wo ich sehen kann, was heißt? Lagerfeuer, Läuferareal, ah ja, da gab es die Tiere, Händler. Hier steht nichts dran. Mutters Wiege. Ah, das liegt wahrscheinlich noch so halb im Nebel, deswegen kann ich das noch nicht wirklich wissen, was das ist. Oder sind das Sachen, wo ich noch nicht war? Plündererareal. Okay. Warte mal, ich habe neue Fertigkeitenpunkte, so wie es aussieht. 3 Stück. Wow, so viel hätte ich schon freigeschaltet. Nice.
Schnelleres Nachladen beim Gebrauch von Konzentrieren. Jäger, schauen wir mal. Drücke, um kleine Maschinen Menschen lautlos zu erledigen. Das soll relativ stark sein, dieser stille Schlag. Deswegen werde ich den mal lernen. Der soll echt stark sein. Drücke R1, um lautlos zu landen, um kleine Maschinen Menschen zu erledigen. Gibt's da nachher noch einen... Ja, das ist... Diese lautlosen Dinger, die sollen halt echt stark sein. Ich glaube, ich werde das mal so skillen. Ja, komm, wir skillen das mal so. Die Sachen, die Punkte, die sind ja nicht verloren. Wir werden eh irgendwie früher oder später wahrscheinlich mal fast alles gelernt haben. Jetzt interessiert mich aber, wie hole ich jetzt das Reittier nochmal? Irgendwie ging es. War es hier vielleicht in dem Menü? Nee. Okay, das war der Nahkampfangriff. Wenn ich es gedrückt halte, auch nicht. Das ist ein schwerer Schlag. Das ist es auch nicht. Hier kann ich das Menü durchwechseln. Das kann ich dann... Mit oben, unten kann ich die Dinger dann nehmen. Das ist mein... Ich dachte, das wäre hier im Menü gewesen irgendwo. Und zwar in dem. Geht das etwa nur, wenn ich gerade so ein Ding überladen habe? Aber ich hatte ja eigentlich eins überladen. Und wie ging das mit dem Überladen überhaupt nochmal? Ich musste doch das... Meine Nahkampfwaffe, mein Speer dafür ausrüsten, oder? Ich muss mir das nochmal angucken, Leute. Vielleicht in einem meiner alten Folgen. Muss ich selber mal reinschauen, wie ich das gemacht habe. Es ist natürlich jetzt echt weit. Ich habe da eigentlich keinen Bock, jetzt so weit hinzulaufen. Ihr habt ja auch Besseres zu tun, als mir beim Laufen zuzugucken. Ja, ich kann auf jeden Fall schon mal so viel dazu sagen. Das ist ja auch... Ich werde, wie gesagt, nochmal ein extra Video dazu machen, aber ich kann es ja auch ein bisschen in diesem Video schon mal sagen, dass ich den Content auf YouTube auf jeden Fall runterschrauben werde und dass ich den Content auf YouTube... Der wird im Prinzip aufgespalten in drei verschiedene Contents. Also ich werde einmal mehr Content zeigen aus meinem Leben, also quasi so eine Art Vlogs. Dann wird es natürlich weiter Let's Plays geben. Und diese Let's Plays spalte ich in zwei Teile. Das eine wird eine Aufzeichnung sein aus den Livestreams, die demnächst starten. Auf Twitch werde ich diese machen und nicht auf YouTube. Oder wenn, vielleicht parallel, aber wenn ich nur eins von beiden mache, dann auf jeden Fall Twitch. Und die werde ich, wenn das irgendwie geht, und ich denke mal, dass ich das irgendwie hinbekommen werde technisch, werde ich die auch auf YouTube hochladen. Das heißt, das wird ein Teil meines YouTube-Contents darstellen. Die Aufzeichnung meines Livestreams. Und ich werde natürlich auch noch ein paar Let's Plays so offline aufzeichnen, so wie dieses jetzt hier auch. Was dann wirklich nur für YouTube ist. Und das wird sich beschränken höchstwahrscheinlich auf kleinere Titel. Also Titel so bis 30 Episoden. 30 ist schon viel. Also ich sag mal so zwischen 10 bis 20 Episoden, vielleicht auch 30, aber mehr auf jeden Fall nicht. Das heißt, größere Titel wie Horizon... Oder auch, sagen wir mal, Red Dead Redemption. Denn das werde ich auch auf jeden Fall zeigen bei mir auf dem Kanal. So viel kann ich schon mal verraten. Solche Titel wird es dann bei mir im Livestream geben. Und nicht auf YouTube. Das muss Rooms Lager sein. Ich sollte diese Wächter einschalten. Na, dann kommt mal her. Die Wächter, die sind ja das kleinste Problem für mich. So, was ist das? Das war's schon. Ja, kommt mal her. Mein Loot kann ich gut gebrauchen. Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, um was es hier bei dieser Quest ging. Blut und keine Leiche. Ja, sie hat recht. Super, das Lagerfeuer. Kohle, Holz, Asche. Kürzlich gelöscht. Das heißt, es war vor kurzem noch jemand hier. Kombiniere, kombiniere.
Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Das heißt, hier wurde entweder jemand verschleppt oder er lebt noch. Das kann man doch sicher Aufschluss darüber geben, wohin, oder? Versuche das Gebiet mit deinem Fokus. Hab ich doch. Oh, ich muss die Spur wahrscheinlich wieder markieren. Folge der Blutspur. Wo ist sie denn? Ach, da. Oh, wem gehört dieses Messer? Oh, hat hier irgendwie ein Ritual stattgefunden? Wieso kann ich das Messer nicht aufheben? Hallo. Das ist gerade so ein bisschen fummelig. Wieso nimmt sie das nicht? So, jetzt. Hat jemand Brom damit angegriffen? Wer war nochmal Brom? Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Folge der Blutspur. Okay. Krieg ich hin. So gerade noch. Da unten für ein rotes Zeichen. Das ist seltener Loot. Ich glaube nicht. Da, ein Eimer. Oh, den hätte ich fast übersehen. Weißt du, wieso ist das so hakelig? Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ja, Brom bestimmt, oder nicht? Oder es ist Broms Angreifer. Wenn der auch verletzt wurde. Ah, da ist noch was von diesem mysteriösen. Könnte nützlich sein. Aber ganz schön bitter. Ach, Medizinbeutel. Deswegen ist das rot, weil mein Beutel voll ist. Okay, da sind noch ein paar Sucher. Soll ich die ausschalten? Tarnkill. 10 Stück. Oh, das war nicht gut. Aber das war gut. Sehr schön. Okay, den Loot nehme ich natürlich wieder mit, Leute. Ihr kennt das. Können jetzt bestimmt super Sachen draus craften demnächst. Vor allen Dingen brauche ich das Zeug auch für neue Munition. Ah, ein Lager. Bin ich ja schon gewesen. Ah, hier ist der komische Händler. Kenne ich schon. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Ja, das sieht so aus, liebe Aloy. Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Ach so, das ist eine Schande, das Schrein dahin zu legen. Ich dachte, das wäre sowas wie eine Opfergabe. Ich dachte, das wäre was Gutes. Ich dachte, der tut was Gutes, indem er das Schwein opfert. Also. Was haben diese Plünderer denn da? Ja, ich glaube, die muss ich töten. Au. Da hält noch einiges aus. Au. Die Rolle, mein bester Freund. Au, die können ja schießen. Wow, die schießen ja aber übel. Das tut ja richtig weh. Auch neue Medizin. Medizin, bitte, gib mir Medizin. Okay, der hat auf jeden Fall was Gutes. Hä, wieso habe ich das nicht genommen? Plünderharz. Kann ich das nicht nehmen? Bin ich voll oder was? Rohstoffbeutel ist voll. What the fuck?
Moment mal, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss erstmal irgendwas craften. Wird mein Rohstoffbeutel dann leerer? Hab ich jetzt wieder Platz? Nein, habe ich nicht. Rohstoff 20 von 20. Ich will irgendwas craften, dass ich wieder Platz habe. Ihr kennt es, Leute. Ich muss alles looten. Guck mal, ich muss den erstmal checken. Die machen da irgendwas. Ich muss den erstmal untersuchen. Hat er mich jetzt entdeckt? Mitten ins Ziel. Au! Diese Rolle ist auf jeden Fall nicht das Allheilmittel. Versuche den zerstörten Wächter. Okay, ich kann das nicht alles mitnehmen. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir echt gar nicht. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Nehme ich an mich. Folge den Spuren. Gehen die lang? Da lang. Diese Brom-Quest, die ist doch was länger, als ich dachte. Leute, Liebe, wir machen nächstes Mal weiter. Für diese Episode soll das erstmal genug sein. Also wie gesagt, ab jetzt. Ich versuch's täglich. Eine halbe Stunde Horizon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wie gesagt, Entschuldigung dafür, dass es so lange gedauert hat, aber es soll jetzt wieder richtig losgehen auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sam. Headshot.